Hi und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht es nochmal um das Thema Tacho, diesmal allerdings beim Civic. Den Tacho werde ich im Anschluss an den Punto Tacho einmal umbauen. Das heißt, das, was ich jetzt erzähle, kann sein, dass ich das gleich nochmal im Video erzähle, weil ich das dann wahrscheinlich sowieso wieder vergessen habe, was ich erzähle. Also, folgendes, der Civic Tacho wurde umgebaut, das heißt, es sind neue Tachoscheiben drin, eine neue Tachoblende. Die Tachonadeln sind jetzt farbig und beleuchtet, beziehungsweise sie werden von oben angestrahlt, sodass der UV-Lack auf den Tachonadeln leuchtet. Das werde ich euch gleich alles noch genauer erklären. Tut mir leid, dass es schon wieder ein Tacho-Video ist, bloß ohne Tacho kann ich leider damit auch nicht fahren. Und ich wollte diesen Umbau unbedingt haben, weil ich die Tachonadeln bzw. die Tachoscheiben einfach so geil fand. Dann würde ich sagen, ich zeige euch das jetzt gleich mal in der Garage. Für euch ist es ein neues Video. Ich habe kurz die Autos geswappt, das heißt, der Civic steht wieder in der Garage, weil auch für den haben wir einen neuen Tacho bzw. der Tacho, der drin war, wurde umgebaut mit Moman Tachoscheiben und einer EK9-Blende. Wer nicht weiß, wo ich die her habe, kann sich gerne nochmal das Fiat 126-Video angucken. Ich verlinke das mal hier oben. Und zwar lernt ihr da die Person kennen, die A, den Tacho umgebaut hat, ja, also den da, der da liegt. Und von dem ich auch die EK9-Blende habe, und zwar Basti. Wenn du das siehst, Bruder, nochmal vielen Dank. Ich küsse dein Auge, Brudi. Ja. Und jetzt schauen wir uns den Tacho mal eben an. Und zwar, was wir haben, ist einmal hier die Spoon Sport Replika Plasma Tachoscheiben von Moman. Hier unten sieht man es auch, moman.pl. Und einmal die Nadeln, die hier quasi einmal mit UV-Farbe angemalt sind. Die entsprechenden Birnen sind hier unten drunter, also hier oben, da wo die Originalbirnen einfach eigentlich sitzen, sind die drunter. Und halt die Original EK9 Tachoblende. Ich werde das Ganze jetzt noch nicht komplett einbauen, sondern erstmal schauen, ob denn auch die Lampen funktionieren und ob die hier dann auch entsprechend leuchten, weil für den kompletten Einbau, da muss ich gleich wieder die Kabel fertig machen. Das mache ich einen anderen Tag, also für euch ist es das gleiche Video, aber ich mache das quasi morgen in alter Frische. Da sind wir auch schon im Inneren des Civics, wie ihr seht, ist momentan sehr nackt, ja, weil hier für die für das Heizungsbedienelement kommt auch so ein Plasmastreifen rein. Auch die Knöpfe vom Heizungselement werden neu beleuchtet. Deswegen ist das hier alles noch ein bisschen sehr unaufgeräumt und gar nicht für die Saison vorbereitet. Und wenn ihr euch fragt, warum denn Plasma-Tachoscheiben? Ich wollte was heller ist als OEM. Natürlich hätte ich auch einfach die Lampen austauschen können. Allerdings wollte ich ein bisschen auch eine andere Optik haben. Und die ganzen OEM-Tachos, die sind mir persönlich viel zu teuer. Und ich finde, das ist eigentlich eine echt wirklich, wirklich schöne Alternative. Und außerdem ist es tatsächlich was, was ich persönlich noch nicht so häufig gesehen habe, obwohl die eigentlich in der Szene sehr verbreitet sind, die Tachos, beziehungsweise der Hersteller. Mir gefällt's und ich hoffe, es wird mir auch noch gefallen, wenn ich das Ganze mit dem Plasma-Effekt sehe, also mit der Plasma-Beleuchtung. Ich hoffe jetzt erstmal, dass die Nadeln leuchten. Wir schauen mal zusammen. Start your engine. Ja, da oben sieht man die Kollegen durchleuchten. Man hat ja gerade gesehen, dass die Nadeln auch dann leuchten, beziehungsweise die Lampen auch dann angehen, wenn nur Zündung auf dem Auto ist. Heißt also, wenn das Standlicht noch aus ist. Das Ganze habe ich jetzt gelöst. Und zwar war das Problem hier einmal diese Fassung. Und zwar habe ich da jetzt also einen Pluspol drunter geklemmt. Ganz einfach deshalb, weil diese Birne sowieso, also im Original-Tacho, sowieso dann angeht, wenn das Standlicht angeht. Heißt also, dass man garantieren kann, dass die dann auch entsprechend dann angehen, wenn auch das Standlicht angeht. Weil eben da auch die Originalbirne angehen würde, wenn denn jetzt noch eine drin wäre. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, jetzt habe ich mir den Inverter geschnappt, ja. Und zwar muss der jetzt auch noch angeschlossen werden, damit eben die Tachoscheiben selber auch noch beleuchtet sind. Also der von Moman, der Inverter hat 4 Anschlüsse. Liegt ganz einfach daran, weil man 3 allein für den Tacho braucht und man einen zusätzlich noch für das Element der Heizung benutzen kann. Was wir auch dabei haben, das sieht man aber dann erst später, wie gesagt, der Innenraum vom Civic ist ja noch nackig, kommt aber alles noch.
Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Inverter angeschlossen kriege. Ich habe auch schon eine Idee, wo. Ich zeige euch das gleich, wenn ich dann soweit bin. Die Verkabelung ist erledigt. Ich habe hier vom Stecker, wo die Tachobeleuchtung drüber geht, also von dem ganz links außen, einmal hier die Seite abgenommen. Das ist der schwarz-rote Draht. Habe dann auf der anderen Seite einmal den Inverter eingespeist und hier natürlich den schwarz-roten Draht wieder dran geklemmt. Und die Masse vom Inverter ist ganz da unten gelandet. Ja, da habe ich das einmal angeschlossen und ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Ich habe hier jetzt den Inverter noch im Fußraum liegen. Der hat ja, wie ich schon erwähnt hatte, 4 Anschlüsse. Das heißt, ich werde die 3 vom Tacho jetzt dran klemmen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Alles ist angeschlossen, Tacho ist drin. Und jetzt schauen wir mal. Ich würde sagen, Zündung an. Das sieht alles schon mal sehr gut aus. Was mir gerade noch aufgefallen ist, das zeige ich euch mal eben kurz. Moment, es wird kurz dunkel. Ist, dass die Zeiger nicht ganz leuchten, wie sie sollten. Oder es kann nur eine optische Täuschung sein, ich weiß es noch nicht. Wird sich zeigen, wenn ich da mal wirklich spät abends unterwegs bin und gar nichts mehr sehe. Ja, dann werde ich das ausprobieren müssen. Aber so an sich, Moment, ich stelle nochmal scharf. So an sich gefällt mir das schon sehr gut, wie gesagt. Ich muss mal gucken, ob das nur meine optische Täuschung ist, dass die Zeiger nicht richtig leuchten oder ob das wirklich so ist. Weil man sieht das hier auf der einen Seite da, der scheint ein bisschen schwach. Aber da muss ich mal gucken, ansonsten baue ich das Ganze nochmal aus und gucke da nochmal nach, justiere das nochmal nach. Ist aber nicht so schlimm, ja. Die Plasma-Tachoscheiben sind drin, es sieht super geil aus, ja, ich bin richtig hyped. Für jeden, der den Tacho ein- oder ausbaut, würde ich empfehlen. Zumindest ist das beim Facelift so, ich weiß nicht, ob das Preface das auch hat, die Lenkradverstellung nach unten zu machen, dann habt ihr hier auf jeden Fall mehr Platz zum Arbeiten. Ja, und der Tacho ist hier an den Seiten quasi dann einmal verschraubt, da einmal und da einmal, dann kippt man den einmal hier nach vorne, kann den dann ganz entspannt rausziehen. Ja, und ich würde sagen, ich fange mal an zusammenzubauen und zwischendurch halte ich euch auf dem Laufenden. Als nächstes ist dann die Tachoverkleidung dran. Hier ist es wichtig, die haben hier auf der Seite, beziehungsweise hier oben und hier unten, Metallclips, die dann hier rein müssen. Ja. Ich würde euch deshalb empfehlen, hier unten die Verkleidung abzubauen, sodass ihr im Zweifelsfall mit einer Zange von hier unten die Verkleidung rausdrücken könnt, beziehungsweise diese Metallclips. Da fällt euch das Ganze deutlich leichter. So, ich stecke die dann einmal ein. Und verschraubt wird das Ganze über dem Tacho hier und dort einmal, ja, also beim Ausbau unbedingt darauf achten. Wenn ihr dann so drauf guckt, sieht man das meistens schon, dass das Ganze verschraubt ist. Wie gesagt, darauf achten, hier und auf der anderen Seite da ist das Ganze dann einmal geklippt. Das ist alles jetzt soweit wieder zusammengebaut, also man sieht das hier sehr gut. Ja, alles, was ich brauche, ist jetzt wieder da. Auch die Verkleidung unterm Lenkrad habe ich jetzt mal zusammengebaut. Denn ich werde jetzt die erste Fahrt des Jahres machen, also die erste Fahrt in 2019. Auch wenn das Auto aktuell noch so aussieht, in der Mittelkonsole, soll mich nicht stören, ich habe so Bock zu fahren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das heißt, ihr kriegt gleich noch ein paar Bilder von außen. Ich hoffe, der Wind wird dann nicht zu stark sein. Aber ich habe so mega Bock, das könnt ihr euch absolut nicht im geringsten vorstellen. Ja, deswegen hole ich jetzt meinen Führerschein etc. und dann fahre ich los. Ja, ich bin schon ein paar Meter gefahren. Also ich wollte eigentlich die erste Ausfahrt ein separates Video machen, aber es macht so unheimlich viel Spaß. Wegen den Querlenkern. Tatsächlich hoppelt er jetzt nicht mehr so auf der Hinterachse. Und das Gute ist halt, dass
der jetzt halt hinten ein bisschen härter ist, ne? Das heißt in den Kurven deutlich angenehmer. Klar, wenn man jetzt über Schlaglöcher fährt, ist er natürlich ein bisschen straff. Ist halt gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, ich bin ja die letzten paar Monate nur den Punto gefahren. Das heißt, mir fehlt quasi wieder der direkte Vergleich. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Fotos vom Civic gemacht. Ich hätte natürlich jetzt gerne noch ein paar Außenaufnahmen gemacht per Video. Das Problem ist einfach nur, dass es so extrem windig ist. Wobei, vielleicht mache ich noch ein, zwei Schnitte hier rein. So 20, 30 Sekunden, ich muss mal gucken. Ja, wobei, das können wir mal machen, ne? Bitteschön! Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt haben wir endlich ein Plasma-Tacho im Civic. Ja, ich habe sehr, sehr lange drauf gewartet. Es sieht echt mega gut aus. Also kein Vergleich zu vorher. Ich finde der OEM-Tacho vom Civic E9, ganz ehrlich, nein. Sieht nicht so schön aus. Das Einzige, was natürlich jetzt cooler gewesen wäre, wäre EK4 oder SI oder EK9. Aber ganz ehrlich, das Geld in die Hand zu nehmen, habe ich persönlich jetzt nicht machen wollen. Ich finde, die Moman Tachoscheiben sehen echt gut aus, zusammen mit der EK9 Blende. Das macht schon echt wahnsinnig Laune, das anzuschauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen fahren bei dem Wind. Ich muss auch noch die Reifen wieder ein bisschen mehr aufpumpen. Ich werde gucken, ob ich noch den Tripod irgendwie hier an den Beifahrersitz befestigen kann. Das heißt, wenn wir mal eine Ausfahrt machen, dass ich euch natürlich direkt irgendwie mit an den Beifahrersitz klemmen kann, sodass ihr auch ein bisschen was seht. Oder dass ich irgendwie eine coole Befestigung hier fürs Armaturenbrett hinkriege. Ich würde sagen, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, warte. Ich habe natürlich noch was vergessen. Und zwar natürlich fleißig teilen, abonnieren, Däumchen da lassen, Kommentar da lassen. Ihr wisst es ja. Und was ich noch fragen wollte ist, und zwar kam dieses YouTube 2019 Video so extrem gut an. Ich weiß nicht warum, aber es hat bis jetzt die meisten Klicks bei mir. Wollt ihr, dass ich öfter so einen Random Talk mache oder öfter so kleine Sketche, irgendwie sowas? Oder wollt ihr wirklich nur Auto-Content sehen? Weil das wäre wichtig zu wissen. Also ich würde sagen, so Random Talk könnten wir ruhig mal machen bezüglich auch Autos oder was ich gern hätte für Autos. Wäre, glaube ich, ganz witzig. Ich habe auch demnächst vor, ein Video zu machen, was ich beim Civic schon gemacht habe, was noch geplant ist. Da hätte ich auch gerne eure Meinung zu, ob ihr sowas unbedingt wollt, weil dann würde ich bei dem Video, was der Civic schon hat, vielleicht so ein paar kleine Kniffe und Tipps und Tricks verraten, die ich bei den einzelnen Teilen so erlebt habe oder die ich mitgenommen habe. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Jetzt aber tschüss.